Verehrte Zuschauende, ich freue mich heute zu diesem Buchgespräch des Schwabe Verlags gleich zwei Gäste grüßen zu dürfen. Mein Name ist Christian Barth, ich bin Programmleiter für Philosophie und heiße herzlich willkommen zum einen Frau Professorin Dr. Gertrude Löbe-Wolf. Sie ist emeritierte Professorin für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld und vormalige Richterin des Bundesverfassungsgerichts. Guten Tag, Frau Löbe-Wolf. Guten Tag, Herr Barth. Und zum anderen den Autor des Buches Dialog als Lebensnerv der Demokratie, Herrn Jörg-Paul Müller, emeritierter Ordinarius für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie der Universität Bern. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass Sie beide Zeit gefunden haben für dieses Gespräch. Das gilt insbesondere für Frau Löbe-Wolf. Das freut mich sehr. Wir möchten kurz heute sprechen über Herrn Müllers Buch, wie schon genannt, Dialog als Lebensnerv der Demokratie von Athen des Sokrates zur Politik der Gegenwart. Zur Einführung und um den Rahmen abzugrenzen, möchte ich kurz die Hauptthesen, zumindest in salopper Form, präsentieren, die Herr Müller in seinem Buch vorstellt. Demokratie braucht Sokrates, das bedeutet die sokratische Weise des vernunftgeleiteten und auch gemeinwohlorientierten Dialogs zur Aushandlung von Interessen, Wert- und Meinungskonflikten in demokratischen Gesellschaften. Dieser Dialog ist nicht naturgegeben, sondern nur möglich innerhalb einer Gesellschaft, wenn die Bürgerinnen und Bürger die entsprechenden Fähigkeiten dazu erlernt haben und wenn diese in der Gesellschaft gepflegt werden. Und dies gilt, wie gesagt, vor allen Dingen für demokratisch organisierte Gesellschaften, die allerdings gefährdet sind durch populistische Tendenzen, die antidemokratische Auswüchse mit sich bringen. Das Stichwort Populismus ist hier zu nennen. Und Demokratien, das ist die Sorge, die Herr Müller in seinem Buch formuliert, lassen es an der entsprechenden Sorge um diesen sokratischen Dialog missen. Und dies ist eine Gefährdung für die demokratischen Gesellschaften insgesamt. So viel vielleicht kurz zum Umriss der hauptsächlichen Thesen und der Stoßrichtung des Buches von Herrn Müller. Und ich möchte jetzt auch gleich das Wort übergeben an Frau Löbe-Wolf mit der Eingangsfrage, wie Sie das Buch von Herrn Müller gelesen haben, wie Sie zu dieser Thesenkonstellation stehen. Dankeschön. Ja, dieses Buch hat mich natürlich hundertprozentig überzeugt. Ich auch nicht so gerne meine Beteiligung an diesem Gespräch zugesagt. Und ich fand es auch deswegen also nicht nur überzeugend, sondern auch anregend, indem es auch noch einen ins Denken bringt und Fragen aufwirft. Und wenn ich darf, würde ich gerne ein paar davon an Herrn Müller stellen. Also ich habe mich gefragt, gerade auch im Hinblick auf der auf dem Hintergrund der Diskussion, die wir in Deutschland zurzeit über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, wie Sie die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in diesem Dialogkonzept sehen. Braucht man, die Schweizer haben sich ja kürzlich dafür entschieden, den beizubehalten und weiter zu finanzieren. Sehen Sie das so, dass der öffentliche Rundfunk tatsächlich in diesem Konzept einen wichtigen Baustein darstellt und wenn ja, warum? Darf ich gleich antworten? Sehr gerne, natürlich. Also das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt, den Sie hier einbringen. Also ein Thema meines Buches ist ja gerade, dass die griechische Demokratie, also diese erste Direktdemokratie in Europa, wohl daran gescheitert ist, dass es an fairen Kommunikationsbedingungen mangelte. Das zwar, und das war ein Riesensprung von der Griechen vom sagen wir, 6. ins 5. Jahrhundert, dass sie eine Bürgerversammlung schufen mit 50.000 Teilnehmern und also immer
immer in Fußnote beigemerkt, die Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen. Das ist das große Defizit dieser Demokratie aus heutiger Sicht. Aber diese Errungenschaft war enorm. Eine Versammlung der Bürger, die über die gemeinsamen Angelegenheiten beschließt und jeder hat das gleiche Rederecht. Und es findet eine Art Diskurs, Polizei, Diskursordnung statt, durch eine Art Vorsitz, aber es gibt weder eine Regierung noch eine Justiz, die da korrigierend, ordnend eingreift. Was war die Folge? Diese Volksversammlung wurde in Griff genommen von einigen Demagogen, die besonders gut sprechen oder auch die sozusagen die Volksstimmungen, die Volksängste, die Befürchtungen im Volk ausnützen, dramatisieren, auf die Spitze treiben und dann zu ihren Gunsten ausnützen konnten. So sind Mehrheitsentscheide entstanden, die zweifellos auch falsch, irrig, inhuman waren, wie sich nachträglich herausstellt. Kritisiert wurde dieses Regime von Sokrates mit dem Hinweis, die Kommunikation in einer Bürgerschaft, die frei sein will, muss fairer gestaltet werden. Man muss aufeinander hören, man muss auch sich selber in Frage stellen können. Man darf nicht nur eigene Standpunkte behaupten, sondern muss auch sich mit der Meinung eines anderen, eines Fremden, auseinandersetzen. Und genau daraus ist die Tradition des sokratischen Dialogs geworden. Also die Regel, dass man zu neuer Erkenntnis, zu neuer Einsicht im wissenschaftlichen, aber eben, wie ich meine, auch im politischen Bereich dadurch gelangt, dass man Dialoge führt. Dass nicht einer seinen Standpunkt von oben herunter behauptet und durchsetzt, sondern dass man aufeinander hört. Alle sollen sich äußern können. Klar, aber es braucht auch Gefäße, wo die vielen Meinungen irgendwie zusammenkommen, wo sie zu einer Gemeinwohlorientierung kanalisiert werden, sodass wirklich ein gemeinsames Handeln entstehen kann. Und das ist das Grundprinzip eben der Dialog. Und jetzt meine ich, gerade in unseren Gesellschaften, die Frau Lippe-Wolf angesprochen hat, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine dieser Institutionen, wo dieses Zusammentreffen der Vielfalt von Meinungen und Ansichten in einer pluralistischen Gesellschaft zusammenkommen darf, wo nicht nur behauptet wird, sondern wo auch aufeinander gehört und nach gemeinsamen Anliegen gefragt wird. Das ist die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dafür ist er meines Erachtens unentbehrlich in unseren modernen Demokratien. Und wenn ich das gleich sprachführen kann, Frau Lübe-Wolf, Sie waren lange Jahre Richterin im wunderbaren Bundesverfassungsgericht in Deutschland, ein Gericht, das wir in der Schweiz nicht haben, in diesem Ausmaß. Und meine Wahrnehmung ist, das Bundesverfassungsgericht hat wie kein anderes Organ in Deutschland dazu beigetragen, dass die deutsche Politik heute wirklich als demokratisch bezeichnet werden kann, dass auch die Schwachen eine Chance haben, dass die Meinungsfreiheit auch der Minderheiten ernst genommen wird. Dafür hat das Bundesverfassungsgericht bis in die letzten Wochen hinein Hervorragendes geleistet. Und dafür sind wir auch Schweizer dem Bundesverfassungsgericht dankbar. Ich war selber Richter an unserem höchsten Bundesgericht und wir haben sehr viel, gerade in den Fragen der Meinungsfreiheit, von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland profitiert. Das höre ich gerne, dass Sie das so beurteilen. Und tatsächlich würde ich auch sagen, es gibt bestimmte Qualitäten der Arbeit des Bundesverfassungsgerichts, die sich gerade dadurch erklären, dass dieses Gericht selbst genau auf diese dialogische Weise
die sie für die Gesellschaft als Ganze für notwendig darstellen, arbeitet. Nämlich in einer Weise, die auf Verständigung ausgerichtet ist. Man ist nicht zufrieden, wie bei vielen Gerichten auf der Welt, wenn sich herausgestellt hat, wo die Mehrheiten liegen, sondern man bemüht sich wirklich aufeinander zuzugehen und nach Möglichkeit einen Konsens zu finden. Das gelingt nicht immer, aber in sehr vielen Fällen doch. Im Zusammenhang mit diesem dialogischen Konzept würde mich noch interessieren, Sie haben ja auch die schweizerische direkte Demokratie oder die direktdemokratischen Entscheidungen als ein Element erwähnt, was zu gewissen Elementen der dialogischen Kultur in der Schweiz, der Konkordanzdemokratie, also dem ausgeprägten Bemühen, alle einzubeziehen und einen gemeinsamen Standpunkt dann auch nach außen zu vertreten, beigetragen hat. Bei uns in Deutschland ist die Diskussion eigentlich weitgehend so, dass man von direktdemokratischen Instrumenten gerade deswegen nichts hält, weil sie oder viele davon nichts halten, weil sie so undialogisch seien. Man entscheide nur ja oder nein, es gäbe immer eine Mehrheit, eine Minderheit, man könne keine Kompromisse schließen und so weiter und so fort. Da würde ich gerne wissen, also ich selbst teile diese Meinung nicht, aber mich würde besonders natürlich interessieren, wie Sie das als Schweizer Staatsrechtler beurteilen. Ja, also ich teile Ihre Meinung. Die sozusagen nackten Ja-Nein-Entscheidungen der Mehrheit derjenigen, die an die Urne gehen, das sind auch bei uns im guten Fall 60-50%, nicht alle. Aber das ist einfach die numerische Mehrheit derjenigen, die ein Ja einlegen, das Gültige ist, das halte ich auch für problematisch. Ich vertrete ganz stark, dass die Legitimität eines demokratischen Entscheides nicht nur von der Fairness des Abstimmungsvorgangs, also an den Urnen abhängt, sondern auch von der Vorbereitung, von der Meinungsbildung im Vorfeld der Abstimmung. Ob dort wirklich faire Chancen von Befürwortern, von Gegnern, aber auch von solchen, die zweifeln, die nicht verstehen und so, ob das genügend zum Ausdruck kommt, davon hängt die Legitimität eines demokratischen Entscheids schließlich ab. Und auch da muss ich sagen, wir haben kein Gericht wie das Bundesverfassungsgericht mit vergleichbarer Kompetenz, aber immerhin, das Bundesgericht hat die Aufgabe zu überprüfen nach Artikel 34 der Bundesverfassung, ob die Willensbildung im Vorfeld von Abstimmungen fair war. Also wenn es da klare, sagen wir, Unrichtigkeiten oder sogar Unwahrheiten in der Abstimmungspropaganda gab, zum Beispiel in letzter Minute, wo die andere Seite nicht mehr antworten konnte, dann werden Abstimmungsergebnisse auch aufgehoben. Kürzlich sogar in einer Volksabstimmung auf der Bundesebene, wo die Abstimmung über eine Initiative aufgehoben wurde, weil die Regierung falsche statistische Angaben geliefert hatte. Also man sieht auch schön, in der Demokratie ist nicht nur irgendeine Volksmehrheit darf das Entscheidende sein, sondern es muss Korrekturmöglichkeiten geben, damit man wirklich eine faire Ordnung zustande bringt, in der alle sich zum Ausdruck bringen können und eine gewisse Chance haben, sich zum Ausdruck zu bringen. Ja, das scheint mir gerade in Bezug auf die direkte Demokratie, die man ja tatsächlich auch auf eine sehr populistische und undialogische Weise organisieren kann, scheint mir das in der Schweiz wieder verhältnismäßig gut gelungen, nicht? Man muss ja schon im Vorfeld auch unter Umständen Kompromisse schließen, um zu sehen, dass man überhaupt Mehrheiten hinter sich kriegt. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch möglich, gegen einen Vorschlag, der zu radikal gefunden wird, einen Gegenvorschlag einzubringen. Es gibt diese Informationsbroschüren, die versuchen, im Verfahren die Argumente der beiden Seiten, das Abstimmungsbüchli, die Argumente der beiden Seiten möglichst
objektiv gegeneinander zu stellen. Und vor allen Dingen, die Initiative kommt von unten und nicht von oben. Das scheint mir auch ganz, ganz wichtiger Punkt für dieses dialogische Element zu sein. Ja, wenn ich... Ja gut, ja? Auch bei uns gibt es natürlich die populistischen Einflüsse. Also wenn ich denke, wenn irgendeine eine Frage der Steuerlasten, Steuererhöhungen, Steuersenkungen, Ausbau der Invalidenversicherung und so in Frage stehen, wenn man dann mit dem Argument kommt, ja, das schädigt den Wirtschaftsstandort Schweiz, da ziehen die Reichen weg von der Schweiz und dann habt ihr alle keine Arbeit mehr, dann haben wir alle weniger Geld und so. Wenn diese Argumente kommen und die Bevölkerung ebenso an der rein materialistischen Seite packen, dann ist das immer sehr betrüblich, wenn es zum Schluss den Anschein hat, das hat den Ausschlag gegeben. Und das war oft so, als ich erinnere an die Konzernverantwortungsinitiative, die vom Volk sogar angenommen wurde, aber von der Mehrheit der Kantone abgelehnt wurde. Und es ist natürlich leichter, die kleinen Kantone zu gewinnen für ein Nein, als die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist auch ein Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Also wir sind nicht frei von populistischen Einflüssen. Nein, sicher nicht. Aber das ist dann, glaube ich, dann auch eher wieder kein Spezifikum der direktdemokratischen Elemente, genau. Sondern in repräsentativen Demokratien findet sowas ja genau in derselben Weise statt, nur dass dann das Volk am Ende keine Gelegenheit hat, selber zu entscheiden. Mich würde noch interessieren, weil Sie sagen, es gibt auch in der Schweiz populistische Elemente. Ich habe eine Idee, woran Sie da denken. Wie ist es denn? Am meisten wird ja zurzeit über den Populismus der Orbans, des gewesenen Trump, der Fidesz in Ungarn, der Peace-Partei in Polen gesprochen. Sehen Sie, und das sind ja alles rechtspopulistische Bewegungen eher, sehen Sie auch Elemente des Undialogischen oder des Populismus auf der Gegenseite, also auf der Seite des linksliberalen Milieus, das sich von diesen Populisten, die ich gerade genannt habe, gerade abgrenzt und die mit Recht als besorgniserregend einstuft? Ja, sicher. Also der Populismus ist nicht nur eine Sache der rechten Lager in der Politik. Der linke Populismus verhüllt sich vielleicht besser hinter zum Beispiel intellektuellen Argumentationen. Also das sehen wir ein bisschen in dieser Identitätspolitik, die angeklagt wird. Die von rechts angeklagt wird gegenüber der Linken, dass die Linke so im Grunde die Mehrheit gar nicht ernst nehme, sondern um Positionen kleiner Minderheiten kämpfe, die im Grunde zwar ernst zu nehmen sind, aber nicht diesen großen Platz in der politischen Debatte einnehmen dürfen, neben den großen Problemen der immer noch ungleichen Behandlung von Frau und Mann im Arbeitsleben oder des Schicksals der Ausländer, die hier auch nicht stimmen dürfen, also nicht demokratisch sich an der Entscheidungsbildung beteiligen dürfen oder der ganzen Probleme der Digitalisierung und so fort, die auch sehr ernst genommen werden müssen. Also da geht der Vorwurf auch an die Linke, dass da nicht die Gewichte richtig verteilt werden, sondern irgendwie mit Emotionalisierung und Dramatisierung auch
Randpositionen hochgespielt werden in einer Art und Weise, die die echten Probleme vielleicht in den Hintergrund stellt. Naja, ich habe eigentlich noch eher an einen anderen Punkt gedacht, nämlich an die Frage, ist es eigentlich, also wo zieht man den Punkt, wo man mit politischen Gegnern gar nicht mehr redet und einfach nur noch ausgrenzt? Und finden Sie diese Linie in unseren Gesellschaften derzeit richtig gezogen? Ja, das ist ein, natürlich, es gibt so einen Punkt, wo man sagt, mit denen rede ich gar nicht mehr. Aber genau das wäre, ist dann das Ende des Dialogs, oder? Und ich, also es gibt ja die Diskussion auch mit den religiösen Fanatikern zum Beispiel, oder? Wo man auch sagt, mit denen reden wir gar nicht mehr, mit denen kann man ja nicht reden, die sind so verbohrt in ihre absoluten Vorstellungen. Aber hier würde ich jetzt aus der Sicht meiner Sicht eines Dialogbefürworters würde ich sagen, Vorsicht, es kann auch sein, dass die Aussage, mit dir kann ich gar nicht mehr reden, auch eine self-fulfilling prophecy ist. Also indem man das sagt, klemmt man in der Tat den Dialog ab. Man schaut gar nicht mehr, ob es nicht doch noch Randgebiete gäbe, in denen man sich zunächst einigen kann, um jedenfalls zu überleben. Ohne dass man die Grundsatzfragen bis ins Letzte klärt. Und da würde ich sagen, das ist eben die Kunst des Dialogs, auch nicht auf einem harten Kern zu beharren, wenn es da nicht gerade um die Menschenwürde geht, oder? Sondern auf zu schauen, wo haben wir Berührungspunkte, wo haben wir Kommunikationspunkte, wo wir vorwärts kommen können. Oder man sieht ja, das ist ein gewagtes Beispiel, aber in Afghanistan, es bleibt ja keine andere Lösung, wenn man einigermaßen Afghanistan retten, also im Sinne unserer liberalen Kultur ein bisschen retten will, gibt es nichts anderes, als zu versuchen, auch mit den muslimischen Extremisten das Gespräch zu suchen und eben doch zu sagen, also Steinigung von Ehebrecherinnen, also das machen wir nicht mit. Und das ist selbst gegenüber euren Vorstellungen im Koran widersprüchlich oder so fort, dass man Berührungspunkte sieht, wo man auch den Menschenrechtsdialog vielleicht doch voranbringen könnte. Aber ich bin nicht so idealistisch, aber ich denke, man müsste solche Punkte ausloten und finden, denn wir müssen auf einer Erde leben. Oder? Das ist der wichtige Punkt von Kant, der Ausgangspunkt seiner ganzen Rechts- und Staatslehre ist, wir leben auf einem Planeten. Und auf diesem einen Planeten müssen wir miteinander zurechtkommen. Und das ist der Anfang allen Rechts- und aller liberalen Ordnung. Ein schöneres Schlusswort. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Wir könnten noch lange diskutieren. Könnte ich mir nicht vorstellen. Ich danke Ihnen sehr, Frau Löbe-Wolf, für Ihre Bereitschaft und die Zeit, das Gespräch mitzuführen. Und Herr Müller, natürlich herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke, Frau Löbe-Wolf. Angenehmes Gespräch. Ich bin gleichfalls.